Dies ist kein Vortrag über Thomas Mann. Ich möchte stattdessen mit Ihnen plaudern über die Werke dieses großen Autoren und meine unmaßgeblichen Gedanken dazu äußern, ohne Anspruch auf Genauigkeit oder auf philologische Exaktheit. Gehen wir chronologisch vor. Es geht los mit Buddenbrooks, dem ersten Roman. Dem ersten Roman Thomas Manns, meines Lieblingsromans von Thomas Mann. Denn als Thomas Mann diesen ersten Roman geschrieben hat, da war er noch nicht Thomas Mann. Jedenfalls nicht der Thomas Mann, den wir kennen und der sich einbildet, er müsse sein Markenzeichen durchsetzen. Nein, ein junger Mann schreibt seinen ersten sehr, sehr ambitionierten Familienroman, einen Epochenroman, um den Verfall der Familie, der altehrwürdigen Kaufmannsfamilie Buddenbrook. Und das ist das erste und einzige Mal, dass Thomas Mann hier bei aller großbürgerlichen Elitärerei auch ökonomische Sachen anspricht, denn diese Kaufmannsfamilie lebt noch nach dem alten Ethos des ehrlichen Kaufmanns, dessen Wort etwas gilt, der moralische Grenzen einhält. Gleichzeitig befinden wir uns aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die Wirtschaft sich radikal verändert. Die 48er Revolution, die Revolution von 1848, die bürgerliche Revolution wird auch in Buddenbrooks thematisiert, aber diesen Aufstand der Massen kann der alte Patrizier und Patriarch Buddenbrook noch mit plattdeutscher Rede und autoritärem Auftreten als einen Lausbubenstreich darstellen und schickt die aufgebrachte Bevölkerung wieder nach Hause, ohne dass etwas passiert. Die industrielle Revolution, die wirtschaftliche Revolution kann der alte Buddenbrook nicht aufhalten. Und die führt dann dazu, dass der Hauptheld, der Thomas Buddenbrook, sein Sohn, der versucht, das Unternehmen noch in traditioneller Weise fortzuführen, dass der dann scheitert. Ironischerweise gerade dann, als er versucht, sich den neuen Tricks und Strategien des neuen Wirtschaftens anzupassen. Buddenbrooks ist gut zu lesen, bei aller Länge, ist auch, soweit ich weiß, der beliebteste Roman Thomas Manns, hat ihm den Nobelpreis eingebracht, wurde unzählige Male verfilmt, mit, ja, fast alles sind gute Verfilmungen, bis auf die jüngste. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Buch, zum zweiten Buch. Königliche Hoheit. Der nächste Roman. Königliche Hoheit von Thomas Mann, 1910 erschienen. Was ist das? Nun, das ist das zweite Buch. Das ist das verflixte zweite Buch, mit der ein Schriftsteller klarkommen muss, weil er nach dem Erfolg seines ersten Buches mit dem zweiten Buch das Problem hat, dass dieses an seinem ersten gemessen wird. Und tatsächlich ist das zweite Buch nicht so gut weggekommen. Ich kann verstehen, warum. Die Handlung ist folgende. Wir erfahren von einem imaginären Operettenstaat, der sich mitten in Europa noch bis ins 20. Jahrhundert erhalten hat. Also eine Monarchie, ein winziges Gebiet mit einem Herrschaftshaus, aber die Untertanen, die sind verloren gegangen, denn in der Demokratie gibt es keine Untertanen mehr, sondern nur noch freie Bürger. Damit ist dieser Monarchie die finanzielle Basis entzogen und deswegen steuert dieses kleine Königreich dem finanziellen Ruin entgegen. Was ich großartig finde, ist die Schilderung dieser spinnwebigen, verstaubten Operettenmonarchie, die eigentlich überhaupt keine Existenzberechtigung mehr hat. Die Handlung setzt dann ein, dass ein US-Milliardär, ein reicher Amerikaner, dieses Örtchen besucht. Er bringt seine Tochter mit und der junge Monarch, der schon sein Königreich im Abgrund sieht, ja, der kann jetzt die Tochter des Milliardärs als Frau und Monarchin an seiner Seite für sich gewinnen. Und damit gibt es ein Happy End wie im Märchen. Problem ist ein bisschen, dass die Personen alle so ein bisschen steif bleiben. Und warum das so ist, ganz anders beim Buddenbrook. Buddenbrook war das pralle Leben. Königliche Hoheit ist ein bisschen steif. Und dazu hat Hermann Hesse ein Jahr nach Erscheinen von Königliche Hoheit eine sehr interessante Besprechung veröffentlicht. Hermann Hesse schreibt: Der naive, reine Dichter, scheint mir, denkt überhaupt nicht an Leser. Der schlechte Autor denkt an sie, sucht ihn zu gefallen, schmeichelt ihn.
Der misstrauische Intellektuelle, also Thomas Mann, sucht sich den Leser in Distanz zu halten, indem er ihn ironisiert, indem er ihm scheinbar entgegenkommt, ihm Erleichterungen und Eselsbrücken bietet. Dazu gehört die boshafte, übrigens leider hässliche Manier, jede Figur bei jedem Wiederauftreten ihre stereotypen Attribute vorzeigen zu lassen, damit der Leser sage, aha, das ist der. Mit solchen schlechten Scherzen weiß Mann, den Leser bald zu locken, bald zu düpieren. Ja, er geht so weit, ein durchaus kindliches, ja kindisches Spiel mit Namen und Masken zu treiben. Von der Art ältester und übelster Lustspiele. Er bringt einen Doktor Überbein mit grüner Gesichtshaut und rotem Bart, ein Fräulein Unschlitt, Tochter eines Seifensieders mit auffallenden Schlüsselbeinen, auch Herr Schustermann mit seinen Zeitungsausschnitten und viele andere solcher Figuren sind gar nichts als Masken. Und wenn man eine von Manns unglaublich liebevollen Naturbeobachtungen oder einen seiner leuchtenden Sätze über Kunst, etwa über Musik, gelesen hat, begreift man vorübergehend nicht, wie derselbe Mann seine Kunst so missbrauchen kann. Soweit Hermann Hesse, und wir werden später sehen, wie recht er damit hat, wie prophetisch das ist in den späteren Romanen. Dann komme ich zum nächsten Roman, wieder ein großer Roman, Zauberberg. Zauberberg. Zwischen Königlicher Hoheit und Zauberberg liegt der Erste Weltkrieg. Ein radikaler Einschnitt für ganz Europa, auch für Thomas Mann. Und ich habe den Eindruck, dieser Einschnitt des Ersten Weltkrieges hat Thomas Mann wieder dazu gebracht, also wieder auf Track gebracht, dass er sich überlegt, worüber schreibe ich eigentlich. Und genau wie in Buddenbrooks über eine verlorene, vergangene Welt geschrieben hat, die also 19. Jahrhundert war, widmet er sein Buch Der Zauberberg einer Epoche, die nur wenige Jahre zurückliegt, nämlich die Zeit vor dem Großen Krieg, der damals noch nicht der Erste Weltkrieg hieß, weil man nicht daran gedacht hat, dass man die Weltkriege eines Tages nummerieren würde. Wir folgen einem jungen Helden, Hans Castorp, der Ingenieur, seine Stelle als Ingenieur antreten soll, in Norddeutschland an der plattdeutschen Küste, der aber ins Schweizer Davos geschickt wird, um seinen Vetter abzuholen und dann selber sich für 3 Wochen Erholungsurlaub gönnen möchte und dort für 7 Jahre bleiben wird. Der Roman beginnt 1907 und er endet 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und dem Untergang unter anderem dieser Welt, die im Zauberberg geschildert wird. Ein Hospiz auf einem Gipfel in Davos. Der Zauberberg hat für mich das Problem, dass er in Rivalität zu dieser Verfilmung steht aus dem Jahr 1982. Diese Verfilmung von Hans Geißendörfer, ja, da werden die Thomas Mann-Fans jetzt in Ohnmacht fallen, aber ich finde in diesem seltenen Falle, dass die Verfilmung besser ist als das literarische Original. Das klingt jetzt verrückt und ich will ja nicht bestreiten. Diese großartige Geschichte vom Zauberberg, die stammt von Thomas Mann. Ich finde aber, in Geißendörfers Adaption mit großartigen Schauspielern ist das alles, jede Szene ein bisschen schlüssiger, ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Das gilt für zum Beispiel den Auftritt des Italieners Settembrini oder für die politischen Streitereien zwischen dem aufgeklärten, progressiven Settembrini und seinem reaktionär-konservativen Freund und Diskutanten Nafta. Das gilt in allererster Linie auch für den Hauptdarsteller, denn niemand ist in der Lage, so wahnsinnig cool hanseatisch zu näseln wie Christoph Eichhorn, der Hauptdarsteller dieser Verfilmung. Das nächste Buch, Lotte in Weimar, ist Thomas Manns Goethe-Roman. Thomas Mann schreibt einen Roman über Goethe. Und wenn der große Thomas Mann über den noch größeren Goethe einen Roman schreibt, ja, da liegt man ja vor Bewunderung auf dem Bauch. Was ich sehr schade finde, ich glaube auch nicht, dass Thomas Mann das gewollt hätte. Für mich ist Lotte in Weimar viel raffinierter als nur eine Verbeugung vor dem großen Meister. Die Geschichte ist folgende. In Weimar um 1800 kommt Charlotte Kästner, geborene Buff, nach Weimar, um ihren alten Bekannten Goethe zu besuchen. Goethe hat diese Frau als junges Mädchen quasi missbraucht, indem er sie zur Figur in seinem Roman Die Leiden des jungen Werther gemacht hat. Ohne ihr Wissen, ohne dass sie das wollte.
da war sie schon verlobt. Sie ist dann damit unfreiwillig weltberühmt geworden. Jetzt will sie sich quasi dadurch rächen, dass sie ihn, beide sind jetzt schon alt geworden, in Weimar besucht und ihm das unter die Nase reibt. Das Problem ist, Goethe ist eine berühmte Person. Er ist so berühmt, dass er abgeschirmt wird. Das kennen wir von berühmten Politikern. Wenn dann die ehemaligen Weggefährten ihren alten Kumpanen wieder sprechen wollen, dann hat er viele Gehilfen, Ministerial und so weiter, die den berühmten Mann abschirmen und sagen: Nein, nein, sag uns doch, was du willst, wir leiten das dann weiter. So ergeht es Lotte auch. Und das ist sehr raffiniert von der Romantechnik her, denn Lotte bekommt jetzt von einem halben Dutzend Leuten erzählt, wie Goethe ist. Und wenn verschiedene Leute, so ist das Muster des Dokumentarfilms, mehrere Leute sprechen über denselben Gegenstand. Und das ist nicht langweilig, nein, das ist hochspannend, weil jeder von diesen Leuten es ein bisschen anders erzählt. Und wir bekommen ein dreidimensionales Bild. Im Falle von Lotte in Weimar können wir eigentlich sehen, dass alle, die über Goethe reden, Unrecht haben. Im siebten Kapitel, das siebte Kapitel, taucht dann Goethe selber auf. Und auch da wird der gemeine Goethe und Thomas Mann-Verehrer sagen: Oh ja, das ist eine Verneigung vor Goethe, eine Würdigung. Nein, tut mir leid, ich habe das anders gelesen. Ich sehe darin Thomas Manns scharfe Kritik an Goethe, denn Goethe ist jetzt eine so große Nummer, er verbringt die zweite Hälfte seines Lebens damit, sich von Speichelleckern, Höflingen, Klakören zu umgeben. Und jeder, der auch nur ansatzweise ihm kritisch gegenübersteht, der wird abserviert. Und Goethe ist natürlich viel zu intelligent, um das selber nicht zu durchschauen und darunter zu leiden. Also meiner Ansicht nach ist Lotte in Weimar Thomas Manns Abrechnung mit dem altgewordenen, dekadent gewordenen Goethe, die Bösartigkeit, die Boshaftigkeit des verschmähten Liebhabers hat. Und in dem Moment, wo ich das begriffen habe, hatte ich mit dem Roman großen Spaß. Über die gewaltige Roman-Tetralogie, also den Vierteiler Josef und seine Brüder, kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht gelesen habe. Ich bin nicht weit gekommen. Ich werde es noch einmal versuchen. Obwohl ich ein bisschen skeptisch bin, denn die Passagen, die ich dann doch gelesen habe, die haben mich überhaupt nicht angesprochen. Ich finde da eine gesuchte, gewollte, unanschauliche Sprache. Aber mehr will ich nicht sagen. Ich bin voreingenommen. Ich werde mir das nochmal anschauen. Dann komme ich stattdessen jetzt zu Dr. Faustus. Dr. Faustus. Schon wieder Goethe. Beziehungsweise das Volksbuch von Dr. Faustus, der sich dem Teufel verschreibt und in der Hölle endet. Das ist nun das gewaltige Alterswerk. Sehr viele Bedeutungsebenen, sehr beziehungsreich, sehr anspruchsvoll. Es geht um einen Musiker, einen Komponisten, der mit dem Teufel einen Pakt schließt, um Musik zu machen, um höllische Musik zu machen, wie sie noch nie gehört wurde. Und als reale Grundlage dieser Teufelsmusik hat der Spätromantiker und Wagner-Verehrer Thomas Mann dann die Zwölftonmusik Arnold Schönbergs herangezogen, die vor genau 100 Jahren erfunden wurde von Schönberg und die Thomas Mann sich von seinem Freund und Bekannten Adorno hat erklären lassen. Der Roman ist unglaublich stark darin, Milieus zu schildern. Das dumpfe, konservative, merkwürdige, protestantische Milieu der Deutschnationalisten, der Burschenschaftler, aber nicht ohne Sympathie geschildert. Dr. Faustus gelingt es, das protestantische Gelehrtenmilieu, theologische Milieu sehr gut zu schildern. Es ist eine geheimnisvolle Welt, eine nicht immer sympathische Welt. Der Kniff ist auch, dass der Hauptheld Adrian Leberkühn nicht selber spricht, sondern sein Schicksal wird aus der Warte seines Freundes Zeitblom berichtet. Ich muss ganz ehrlich zugeben, nach einmaligem Lesen ist mir die Analogie von Teufelspakt für Musik und Teufelspakt, der zum Nationalsozialismus führt, tut mir leid, die ist mir nicht aufgegangen. Vielleicht muss ich den Roman nochmal lesen. Dr. Faustus ist das krönende Alterswerk, möchte ich sagen, und entspricht in seiner Bedeutung dem Glasperlenspiel in der Romanbiografie von Hermann Hesse.
Ich komme jetzt zu meiner letzten Buchvorstellung, den letzten Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Tut mir leid, auch das habe ich noch nicht über mich gebracht zu lesen. Ein Freund hat mir versichert, als wir noch jung waren, Anfang 20, jemand unseres Alters, sei nicht in der Lage, dieses Buch zu lesen, weil wir mit diesem Ton überhaupt nicht klarkommen. Das hat mich dermaßen abgeschreckt, dass ich es bis heute nicht gelesen habe. Das ist jetzt keine Wertung, ich halte mich da raus. Ich werde mich jetzt am Ende dieses Beitrags mit dem vorletzten Roman Thomas Manns befassen, Der Erwählte. Der Erwählte ist ein Mittelalterroman. Mien Herze hat bezwungen, dicke Miene Zungen, dass sie des viel gesprochen hat, das nach der Werde lohne statt. Gregorius ist ein Versepos des Dichters Hartmann von Aue aus dem Jahr 1200. Ein mittelalterliches Versepos im Mittelhochdeutsch. Ich musste das noch lernen in der Schule und während des Studiums haben wir uns auch damit befasst. Ein mittelhochdeutsches Versepos wird ein moderner Mensch wohl kaum lesen. Und das mag so gut sein, denn der Gregorius Hartmanns von Aue ist eine ziemliche Räuberpistole. Es geht darum um zwei Königskinder, Jung und Mädchen, Prinz und Prinzessin, die sich mehr lieben als Geschwister das tun sollen. Der Bruder schwängert die Schwester. Die junge Frau wird in ein Versteck gebracht, wo sie das Kind zur Welt bringt und dieses Inzestkind wird dann wird einer Fischerfamilie zur Obhut übergeben. Und wie das Schicksal es will, in solchen Geschichten wie auch in der Ödipus-Saga, passiert genau das, was alle vermeiden wollten. Diese junge Mutter befindet sich in Not, wird gerettet von einem jungen Mann, mit dem sie dann liebend zusammenkommt und das ist natürlich niemand anders als ihr Sohn. Als nun dieser zweite Inzest, Mutter, Sohn, beiden klar wird, ist die Mutter verzweifelt, geht ins Kloster und Gregorius lässt so unglaubliche Buße über sich ergehen, dass er auf einem Fels in einem Teich sitzt und Jahre sich nicht von der Stelle rührt, dass er dann damit belohnt wird, dass er der nächste Papst wird. Klingt irrsinnig, aber das ist die Geschichte von Gregorius aus dem 13. Jahrhundert. Und dieses Buch, Der Erwählte von Thomas Mann, ist nichts anderes als eine Adaption. Thomas Mann mag sich gesagt haben, tja, ein mittelalterliches Versepos, das liest ja kein Schwein. Aber wenn ich einen moderat langen 200-seitigen Roman daraus mache, dann lesen das die Leute. Und das finde ich sehr nett von Thomas Mann, dass er diesen Stoff, diesen mittelalterlichen Stoff, einem breiteren Publikum wieder zugänglich gemacht hat. Wir sind in diesem Beitrag nicht dazu gekommen, uns mit dem umfangreichen Erzählungswerk, mit den Erzählungen Thomas Manns zu befassen, was ein Jammer ist, denn in diesen 1000 Seiten Erzählungen findet sich alles, was an Thomas Mann grauenhaft ist und alles, was an Thomas Mann großartig ist. Aber ich möchte es nur empfehlen, vielleicht können wir ein andermal drüber sprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.